Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil eurer Horoskop. Wir waren stehen geblieben bei der 30. Die 30 ist eine Zahl, wie wir wissen. Ich habe hier die 7 Stäbe, aber ich habe mir die 3 Stäbe lieber genommen. Es geht hier um Kraft, Zuversicht, aber um wenig Energiereserven. Ja? Und die 3 als letzte Zahl, als die Quersumme, wäre dann noch einmal Uranus die große Chance, die man aber nutzen muss. Und da ist halt ein bisschen zu viel Passivität drinnen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, gemäß meiner Ansicht ist eine Währung immer nur eine Spielvariante des Dollars. Ja? Also das heißt, für mich war der Euro nichts anderes als die europäische Spielvariante des Vatikan-Dollars. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues. So, wenn wir uns das Horoskop hier schnell einmal anschauen, dann fällt uns auf, dass uns einiges unangenehm auffällt. Und zwar bei einer Währung beginnt es. Ja? Hier beginnt es einmal sehr gut, Herrscher von 1 in 4. Was mir aber schon mal nicht gefällt, ist, dass wir einen gestürzten Aszendenten haben. Das heißt, der Widder ist am Spitze 7. Haus und die Waage ist Spitze 1. Haus. Das steht einmal Kopf. Das ist einmal eine sehr interessante Geschichte. Dann der Ruf, die Präsentation des Euros, genauso auch wie seine Deckung, sein Erfolg, hängen Venus im 4. Haus sehr stark mit der Herkunft, mit Europa zusammen. Also das heißt, wir erkennen hier mal mit 1, 2, 3 Planeten, auch wenn das Neptun ist, das ist mal egal, dass hier sehr viel Wert auf eigene Herkunft gelegt wird und auch auf Stabilität, weil wir haben die Sonne und die Venus im Steinbock. Und die Sonne als Moment, die Sonne als Herrscher des 11. Hauses, genau. Das 11. Haus, das ist sozusagen die Verbündeten, die Mitgliedstaaten, die am Euro beteiligt sind, die hängen natürlich hier mit der Herkunft Europa logischerweise stark zusammen. So, und das war es eigentlich auch schon mit den positiven Aspekten, welche ich hier gefunden habe. Es wird jetzt schon einmal sehr heftig und grimmig. Warum? Schauen wir uns bitte mal das 8. Haus an, okay? Spitze 8. Haus ist im Widder. Und wer ist der Herrscher des 8. Hauses? Das ist der Mars in 1. Na gut, gute Nacht. In der klassischen Astrologie bezeichnet man die Konstellation Herrscher von 8 in 1 als die sogenannte Selbstmordkonstellation. Ja? Also das heißt, hier haben wir stark autoaggressives, sehr stark destruktives Verhalten innerhalb der Währung. Und wie wir wissen, wird ja, natürlich zahlt das Deutschland, gar keine Frage, ja, wird das Geld sozusagen in die ganze Welt verbreitet, verschenkt oder was auch immer. Wir müssen halt dafür arbeiten, aber das ist wieder was anderes. Ja? Also das heißt, wir haben einmal den Herrscher von 8 in 1, was eine äußerst unglückliche Konstellation ist. Aber was noch interessanter ist und was in dem Fall für mich das dramatisch Tragische ist, was aber dann noch weiter gesteigert wird, ja, dass der Saturn an der Spitze des 8. Hauses steht. Gut, jetzt kann jemand sagen, ja, Saturn, Spitze 8. Haus bedeutet der langsame Tod, man kann nicht sterben, man hält den Tod dagegen. Gut, das ist sicher anders, weil Spitze 4. Haus, Herrscher von 4 in 8, das heißt die ganze Aktion, die Herkunft, sozusagen die Basis, das Fundament, auf dem das Ganze ruht, ja, ist der Tod. Herrscher von 4 in 8, das ist eine Todgeburt. Das erkenne ich mit einem Blick. Gut, weiter zum 3. Teil. Ende.